Fast zwei Jahrhunderte haben sie auf dem Buckel. Jetzt machen sie sich auf den Weg in die Zukunft. Die Umbauarbeiten im Deutschen Dampflokomotivmuseum im oberfränkischen Neuenmarkt laufen auf Hochtouren. Im historischen Umfeld entsteht bis 2013 ein modernes und attraktives Freilicht- und Industriemuseum rund um die Dampflok. Der Umbau ist der größte in der Geschichte des Museums. In der ganzen Maßnahme werden summa summarum rund 7 Millionen Euro jetzt investiert und dieses Museum wird nach Abschluss der Bauarbeiten eigentlich ein anderes Gesicht haben und im Endeffekt auch sich den Besucherinnen und Besuchern dann in einem ganz anderen neuen Bild, in einer neuen Ausstellungsgestaltung, einfach in einem neuen Outfit präsentieren. Im Lokschuppen, dem Herzstück des Museums, haben 18 Lokomotiven Platz. Damit Elektriker, Maler und Schweißer Raum zum Arbeiten haben, müssen die tonnenschweren Exponate umziehen. Betriebsfähig sind die schwarzen Riesen nicht mehr. Um sie umzusiedeln, ist deshalb die volle Kraft einer Diesellok gefragt. Sie bringt die Dampfloks in ein eigens gebautes Depot. Selbst wenn dann das Depot wieder teilweise leergeräumt wird, stellen wir Exponate hinein, die wir bisher immer im Freien haben stehen lassen müssen, sodass wir also dieses Gebäude nicht nur für den Umbau gebraucht haben, aber es war eine wichtige Voraussetzung, um den Lokschuppen umbauen zu können. Jedes Jahr reisen rund 40.000 Eisenbahnfans aus der ganzen Welt nach Neuenmarkt, um das deutschlandweit bedeutendste und größte Spezialmuseum zu besuchen. Das Museum während des Umbaus zu schließen, kommt nicht in Frage. Wir hatten eigentlich vor, von Mitte Februar bis März das Museum zu schließen, um ordentlich bauen zu können und uns nicht durch Besucher stören zu lassen. Aber der Besucher ist kein Störfaktor, sondern der Besucher ist das Element unseres Museums, weil ohne Besucher kommt kein Geld. Deshalb finden die Pfingstdampftage, das Highlight für Dampflokfreunde, auch in diesem Jahr wie gewohnt statt. Neben dem traditionellen Modellbahnmarkt wird bei Lokomotivfahrten und Drehkranvorführungen wieder kräftig gedampft.